So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stream, und zwar heute mal Chock. Ich glaube sowas war richtig. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz schlüssig. Es ist recht schwierig für mich zumindest mit der Aussprache von dem Spiel. Ich habe auch gerade extra nochmal nachgeguckt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Chock. Sie werden es aber gleich nochmal sagen, wenn wir das gleich nochmal starten. Da wird man noch mal so einiges erfahren. Und vielleicht mal ein bisschen was zum Spiel, zumindest das, was ich schon sagen kann. Ich habe es halt noch nicht gespielt. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, was, wenn ich es richtig verstanden habe, handgezeichnet ist. Also ne, die ganzen Frames und alles. Und ich muss sagen, also jetzt allein schon so, wie man sieht, grafisch gefällt es mir sehr, sehr gut. Und auch die Bewertungen auf Steam waren durchweg nur positiv. Das habe ich bei wenigen Spielen bis jetzt gesehen, dass da von, ich glaube, 1600 Bewertungen alle nur positiv waren, zu 100%. Und ich denke mal, dass das schon einiges zu bedeuten hat. Ein bisschen leiser könnte das vielleicht gerade sein. Es ist noch ein bisschen laut. So, ja, dann auch nochmal natürlich vielen, vielen Dank an Oh No Publisher, ne, für das Bereitstellen dieses Spiels über K-Mailer. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, das sieht sehr schön aus. Dann habe ich ein bisschen gelesen, habe nochmal bei Steam vorbeigeschaut auch und dachte mir so, oh Gott, das willst du spielen, das muss ich jetzt echt spielen. Wie gesagt, da sind wir und ich denke mal, wir starten einfach mal direkt rein. Ah, kleine Handinfo für mich jetzt nochmal. Es ist ein Live-Let's Play. Das heißt, ich werde das Ganze später nochmal auf YouTube hochladen. Momentan jetzt gerade läuft es auf Twitch. Long, long ago, somewhere nearby yet far. A kingdom of crescent and double star was ruled with strength, heart, and wisdom unseen by beloved monarch, the gold-haired good queen. Ach so, das finde ich mir ganz gut. Da habe ich mich auch schon drüber gefragt. Entschuldigung, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen einbringe. Es springt scheinbar nicht von selber weiter, sondern erst durchs Klicken. Das finde ich halt ganz angenehm, wenn das Sound auf Englisch ist und dann halt nur deutsche Schrift oder deutscher Untertitel, da kriegt man wenigstens alles mit. Ich hoffe, das bleibt so. Close, right by her throne, was the little princess Chok, hardly ever seen alone. Where queen went, daughter would walk. Yet soon would end the time of peace. Ill news came from the frontier. The phoenix, an ancient beast, brought to flames all that came near. Queen said, "My dear, you must understand. I have to leave to a distant land to fight for you and all I hold dear." But in her heart, the princess felt fear. Das haben sie aber sonst jetzt hier nicht geschrieben. Leading an army, away the queen rode. Everyone prayed for her quick return home. Except one, who in the castle remained, to use the queen's absence for his own gain. The royal wizard, burned by ambition, had sworn with evil forces coalition to realize his sinister plan, to rule the minds of all women and man. Set upon the highest tower, the wizard unleashed his power. The sky went black and lightning stormed. Castle began to transform.
towers once bright became dark as night. From walls and floors broken, crawled horrors unspoken. The vile wizard and his minions made the castle their dominion. While the princess bravely fought, she eventually too was caught. To the dungeon take her, a prisoner make her. Keep her there and lock the door. Interrupt me no more, said the wizard and disappeared. Yet what he really should have feared was leaving but a single lock between escape and Princess Chalk. Oh, ich finde das geil jetzt allein schon. Gut, im Englischsprachigen hat man es ja, glaube ich, gehört. Was ist das denn da gerade so? Das ist hier so ein bisschen... Achso, das ist der Moskau. Okay, dass es halt eher ein Reim war und der Synchronsprecher. Ganz ehrlich, ich glaube, da bin ich froh, dass sie das nicht auch noch ins Deutsche gesetzt haben, weil ich glaube, das hätte nicht gepasst. Der war so gut. Boah, geil. Also super Typ. Ich muss, glaube ich, echt nochmal gucken, wer das war. Ich fand den mega gut. Den fand ich super. So. Was haben wir denn hier? Also wir sind jetzt im Kerker eingesperrt. Wir sind die Prinzessin. Da ist was drin. Surprise, surprise. Ach, ich mag das jetzt schon. Ach, auch noch. Wir können hier rausgucken. Okay, nicht lange. Okay, wir müssen also irgendwie hier rauskommen. Hier haben wir noch Medaillon. Na gut, wir gucken erstmal weiter. Ich mach doch gar nichts. Falles Skelett winkt und wir kriegen den Ärger. Was ist das denn so einer? Gamesneak, Moinsen, tschüss Abis. Ich baue in Fortnite im kreativen Modus gerade Season 3. Das Depot nach. Oh, dann viel Erfolg. So, was habe ich hier? Erstmal alles anklicken. Wir werden natürlich da, dass jetzt ganz das Ganze ein Live-Let's Play ist, werde ich nicht alles unbedingt immer vorlesen. Na, mal gucken. Hin und wieder wird es natürlich trotzdem passieren. Also wir müssen jetzt irgendwie hier rauskommen. Das Einzige, was wir haben, ist halt ein Medaillon. Auch nicht. Aha! Mein Brot ist weg! Warte, haben wir das jetzt wieder... Ah, ich glaube, das war... Ah, scheiße, das war falsch. Wir hätten das, glaube ich, anders machen müssen. Ich glaube, warte mal, ich habe eine Idee. Okay, das war jetzt aber anders. Warte. Müssen wir das nehmen? Nein, warte. Ich glaube,
Dann müssen wir das nochmal fallen lassen. Ich dachte, dass wir vielleicht, wenn der abgelenkt ist, die Tentakel anklicken können, so dass der gepackt wird und runtergezogen wird. Versuchen wir es nochmal. Oh oh. What is all this racket? How am I supposed to conquer the world if I can't have a moment of peace in my own castle? And you, be quiet. Nein, da hat man mir der Junge mitgenommen, die Drecksau. Okay, wir haben nichts anderes, das heißt, wir könnten höchstens ihn hier anklicken. Oder auch nicht. Verdammt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Aha! Und dann müssen wir doch bestimmt hier ein Brot aufheben. So dass wir das tauschen können, eventuell gegen unser Medaillon. Haha, guck mal, Sister. Ah, habt ihr recht gehabt. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir noch das eine oder andere hier bekommen können. Bevor wir jetzt einfach hier aus dem Raum rausgehen. Also Sachen mit dem Auge können wir uns wirklich nur angucken. Das heißt, da können wir nichts machen. Ich hoffe nur, dass es kein Fehler war, dass wir uns da vorher nicht wirklich umgeguckt haben draußen. Aus dem Fenster. Achso, Entschuldigung, Schlüssel. Achso, ich dachte, da läuft ein. Entschuldigung. Ich guck da ganz fasziniert hin. Ich kann nichts machen. Hallo. Surprise. Super. Was haben wir denn da hinten? Da ist jemand drin. Haben wir noch irgendwas im Rucksack? Nee, auch nicht. Sieht nicht komplett aus. Also wir müssen da... Was ist das denn? Möchte man das Hüftchen aufmachen? Wobei, ich fand die gar nicht eklig. Ich fand die eigentlich eher süß, die Spinne. Oh, warte mal. Jetzt verstehe ich das erst. Okay, das ist also ein Tuch, mit dem wir uns unsichtbar machen können. So ein bisschen Harry Potter-mäßig. War da noch irgendwas drin? Ich klicke hier einfach alles an und das funktioniert. Das finde ich super. Fortnite, das weiß ich noch nicht. Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Also ich bin momentan echt so ein bisschen... Ich habe Bock auf... Also Point-and-Click-Adventures und...
Minecraft, Pokémon und sowas. Ich. Das ist eher mein Ding irgendwie. Oh, 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 oh. Oh Gott. Darauf muss erstmal kommen, ne? Sehr schnelle. Aber ich finde das so gut gemacht. Das ist echt ein Spiel. Da freue ich mich drauf. Ah, verdammt. Oh. Boah, war das knapp. Ey, das ist gar nicht so einfach. Das gibt's doch nicht. Nein! Wo rennen die denn die ganze Zeit hin? Warte mal. Ich kann doch aber nichts klicken. Na, oh. Ich bin ein wenig verwirrt. Also, okay, da können wir nicht runter. Da ist halt die Frage. Was machen wir denn hier? Hätte ich es anklicken? Muss ich es anklicken oder? Ich habe keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Also meine Idee wäre, dass wir zurücklaufen erstmal. Aber das macht er ja nicht. Aha, warte mal, wenn wir den wegpacken. Wir haben den noch weggesteckt. Ach, haha. Oh, geil, Noah. Ah, die Spinne einklicken. Meine Güte. Ja, darauf bin ich jetzt nicht gekommen, sofort. Gott. Puh. Klick sie an. Nein. Ach so. Es ist auch noch zufallsgeneriert. Jetzt aber. Nein! Ah, warte mal, jetzt müssen wir nach oben. Gott. Oh nein. Aber man kann es vorher schon erkennen, wenn die hochhüpfen, musst du dich definitiv ducken. Was denn jetzt? Ah, warte mal. Oh, ist das fies.
So, dann müssen wir hoch. Zu Oh Gott, ich werde daran scheitern. Ich merke das schon. Wir sehen uns morgen früh. Jetzt aber können wir kommen. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir genau gucken. Geht der runter oder hoch? Was ist so schwer abzuschätzen? Meine Güte. Boah, jetzt muss ich genau aufpassen auf den ersten. Ah, warte mal. Da hätten wir was anderes machen müssen. Da hätten wir gar nicht hüpfen dürfen, scheinbar. Verdammt, vielleicht dann die Spinne anklicken, wenn der die anderen holt gerade. Komm, das kann doch jetzt. Das ist doch jetzt nicht sein fucking Ernst. Ich bin zu schlecht in diesem Spiel, scheinbar. Aber es ist. Oh, es ist gut gemacht. Könnte so einfach sein. Wer hat das Licht ausgemacht? Steam of Hulk! Jawohl! Wenigstens etwas zu verbuchen.